Hallo und willkommen zurück zu Höhlenkrieger, dem Spiel, in welchem wir den Höhlenkrieger spielen. Heute machen wir uns auf den Weg Richtung, ich habe keine Ahnung, zum Wald. Ich habe den Dash bekommen beim letzten Mal. Wir haben generell, wir haben den Zwischenboss, der die Mücke war, besiegt und dann noch den richtigen Boss, was die eine Nadel- und Faden-Lady war. Und wir haben einfach eine Menge geschafft. So. Ich weiß auch schon zwei Wege, die wir entlang gehen können. Weil er gerade am nächsten liegt, würde ich sagen, wir nehmen erstmal den, bei dem ich zur Rechten die Karte verlassen muss. Denn er ist nicht so weit entfernt und bei dem Weg mit den Stacheln, wo ich entlang dashen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht zu 100%, wo die mehr waren. Es war irgendwo weiter unten. Dementsprechend gehen wir da später hin. Hier ist er wieder. Kann ich bitte außen rum? Ich habe das Gefühl, ich habe beim letzten Mal genug von denen besiegt. Oh, ich nehme da mal noch ein Herzchen mit, wenn das okay ist. Zwei dieses Mal. Oh, das Zeug am Boden ist das, was einem die Herzen gibt, oder? Wie auch immer. Zwei Bonusherzen. Oh, und hier oben geht es gar nicht entlang. Dann werden wir uns ganz heimlich an ihm vorbei dashen. Husch. 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 Wir waren nie da. Nein, ernsthaft, wir haben ja letztes Mal so viele von denen besiegt. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Vor allem, wenn ich jetzt nicht meine blauen Herzen verlieren. Ich will sie wahrscheinlich verlieren. Ich meine, fairerweise muss man sagen, ich habe halbwegs gelernt, wie man mit ihnen umgeht. Das heißt, im Vergleich dazu, wie ich den erst bekämpft habe und wie ich dann den am Ende bekämpft habe, da lagen Welten dazwischen. Aber das heißt nicht, dass ich es gern mache. Das ist der springende Punkt an der Stelle. Ja, muss ich aber sagen, ich bin aktuell sehr motiviert, Hollow Knight zu spielen. Das war die letzte halbe Stunde, die ich im Spiel verbracht habe. Das war eine spaßige Zeit. Muss das Spiel nur noch so weitergehen, ohne dass ich jemals Probleme bekomme an irgendeiner Stelle. Und ich werde wunschlos glücklich sein. Ja, was sagt mir, es wird nicht ganz so laufen. Vor allem, weil das Spiel bekannt dafür ist, relativ schwer zu werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Husch. Oh, hallo. Oh, was ist das? Oh. Oh. Dies. Das ist ein relativ interessanter Kampf, ehrlich gesagt. Ich mag das Szenario von hier. Jetzt lass mich den noch killen. Liebe Munition, danke schön. Au. Au, kannst du bitte... Der ist auch gefährlicher, als man zunächst meinen würde. Hör auf. Hör auf. Nein. Yeah! Okay. Au. Natürlich hat er noch einen. Nein, können wir bitte aufhören damit? Hey, wir haben das Journal aktualisiert, das Journal von ihm. Will ich nachlesen? Wir schauen nach, was drin steht. Kann ich das von hier aus schauen? Kann ich. Die rollenden Freunde müssten wir aktualisiert haben. Das sind halt ziemlich coole Gegner-Designs. Der Schatten. Echo eines vorherigen Lebens. Besiege ihn, um deine Kraft wieder zu erobern und wieder ganz gut wieder ganz zu werden. Man muss ihn also bekämpfen. Kann man ihn auch mit den Nagelschaden machen? Ich habe das Gefühl, der Nagel hat nichts bei ihm gebracht. Jeder von uns lässt etwas von sich zurück, wenn er stirbt. Ein Fleck in der Welt. Ich weiß nicht, wie lange dieses Königreich noch die Last von so vieler vergangener Leben tragen kann. Ich auch nicht. Das ist Hornet. Erfahrene Beschützerin der Ruinen von Highlands, das bewaffnet mit Nadel und Faden. Das habe ich gesehen. Ugh, Moosritter. Wo sind die rollenden Jungs? Da sind sie, Baldur. Jüngere Jäger machen sich einen Spaß daraus, diese Geschöpfe zu fangen und sie als Sport sozusagen herumzurollen. Ich ermuntere dich dazu, dasselbe zu tun, wenn du in der Laune dazu bist. Das ist einfach nur Tierquälerei. Und wir hier in Hollow Knight, wir legen keinen Wert auf Tierquälerei. Außer es handelt sich um schmutzige Insekten. Ugh, widerliche Insekten. Baldur-Panzer! Woo! Sehr schön. Dann würde ich sagen, unser nächster Weg führt uns zu den Stacheln rüber, wo auch immer die waren. Und wenn ich unterwegs vielleicht eine Bank mitnehmen kann, würde ich das mit größter Dankbarkeit tun, um mir anzuschauen, was der Baldur-Panzer bringt. Okay. Lass mich hier jetzt bitte nicht sterben. Zuerst war es noch lustig, aber jetzt ist es gefährlich. Okay.
Kann ich hier oben vielleicht noch ein paar... War ich da oben schon? Warte, ich konnte da noch gar nicht hoch, oder? Ach, ich muss nachschauen. Ich muss nachschauen. Ich muss nachschauen! War ich da links? Das Problem, weil hier nichts auf der Karte markiert ist. Ah, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gerade eben schon gesehen habe. Oh ja, hier war nichts. Oh doch, hier war ein bisschen Cash. Ein bisschen Bargeld. Aber hey, ich kann fast eine Heilung machen. Das heißt, das war schon mal fast wert. Jetzt kann ich mich einmal heilen. Ich muss sagen, dieses Konzept, dass man Gegner Schaden zufügt und sich dann heilen kann, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich clever. Vor allem gibt es einen immer den Grund, dass man die kleinen random Gegner bekämpft. Was man zum Beispiel in... Ich meine, man bekommt in den meisten Spielen Heilung von Gegnern, aber in dem Spiel bekommt man sie direkt und von jedem Gegner und nicht von irgendwo anders. Das heißt, man hat immer einen Grund, auch die kleinen Gegner noch weiter mitzunehmen. Sie geben auch zusätzlich noch Geld. Man hat viele Gründe, die kleinen random Gegner zu bekämpfen. Zum einen braucht man die Seele und wenn nicht, dann will man auch ein bisschen Geld haben. Sehr motivierend. Ansonsten kann ich euch sagen, dass ich an vielen Gegnern einfach so vorbeirennen würde, ohne ihnen Beachtung zu schenken. Nein, das kann ich euch versprechen, okay? Es wäre zu 100% so. War ich hier oben rechts schon? Oh, oh, ja, hier war ich. Au, kannst du bitte aufhören? Au. Wann waren wir hier schon? Ich weiß, dass ich irgendwann hier war, aber war ich ja beim letzten Mal? Das kann ich euch nicht sagen. Wir sollten aber so oder so relativ nah an den Stacheln sein. Hier kann ich nicht mehr weiter nach oben. Oh doch, hier war ich mit der Ausmuldung. Yeah, yeah. Au. Jedes Mal aufs Neue! Ich wurde von jeder von diesen dummen Pflanzen bisher erwischt, die vorgekommen sind. Man würde meinen, ab irgendeinem Punkt würde ich mal besser drauf achten, aber na. Vor allem dann, wenn der Boden bebt, könnte ich mir denken, oh, vielleicht ist hier dieser eine Gegner, der mir jedes Mal Schaden zufügt, wenn ich vor diesem Schatz stehe und ihn erschlagen will. Aber na. Diesmal wird es bestimmt anders laufen. Was ist hier rechts? Die Stacheln waren aber auf jeden Fall ziemlich links. Das heißt, wir sind da, um darüber zu kommen, sind wir aktuell relativ falsch unterwegs. Ich war, glaube ich, da ganz unten links, ehrlich gesagt, aber... Oh, wenn ich das mal so ehrlich gestehen darf, ich glaube, die waren da unten. Ich will auch mal hier drüben. Entlang. Da ist dich zusammen, Höhlenkrieger. Du kannst dich einfach in die Säure springen. Die blubbert doch, das ist doch widerlich, das brennt doch. Also tut's wirklich Säure. Oh, okay, jetzt bin ich wieder hier. Das heißt, aus irgendwelchen Gründen legt man hier einen gewaltigen Shortcut hin und durchquert die... Oh nein, Moment, dieser Raum ist einfach nur nicht auf der Karte markiert. Ha. Nicht sicher, was es damit auf sich hat. Gehört der vielleicht zu einem anderen Gebiet dazu oder so? Warum ist der Raum nicht auf der Karte markiert? Auf jeden Fall. Können wir nach unten gehen? Nein! Nein! Diesmal dachte ich, es wird... Diesmal dachte ich, es wird eine Pflanze aus dem Boden sein. Und dann waren es zwei Blattmänner, die aus dem Boden kamen. Ich kann einfach nicht gewinnen in diesem Wald. Ich kann schlicht und ergreifend nicht gewinnen. Es läuft immer darauf hinaus, dass ich getroffen werde. Das ist deprimierend. Will ich hier schon nach unten? Wir wollen hier schon nach unten. Ja, gehen wir links nach unten. Dann wiederum, wer da weiter links ist, noch ein bisschen Bargeld gewesen, aber... Au. Au. Also bekomme ich das Gefühl, dieses random Runterspringen ist ziemlich gefährlich in dem Spiel. Nein, 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 geh weg! Nein! Du auch. Nein, du sowieso. Okay, eine Heilung ist wieder möglich. Puh. Ich bin wieder ganz oben, wirklich. Ich glaube, ich will aber hier gleich das Zeug mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Ich meine, vor den Gegnern habe ich keine Angst mehr an dem Punkt. Ich bin durch gefährlichere Mengen von Gegnern gelaufen an dem Punkt. Dafür habe ich auch mehr Geld bekommen, aber es waren gefährlichere Gegner. Dementsprechend war das absolut kein Problem. So, diesmal ist mein Plan, nicht in die Stacheln zu springen.
Also ich will hier nach unten. Die Gegner sind noch besiegt. Ganz vorsichtig. Nicht in die Stacheln springen. Wie schon gesagt. Okay, yeah, hier wollte ich hin. Dann dashen wir hier rüber. Komm schon! Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, das zu schaffen, ehrlich gesagt. Okay, versuchen wir es nochmal. Ist nicht so, als ob ich jetzt an dem Punkt noch zurück könnte. Shortcut! Nein! Dornen der Qual. Yeah, das ist ein sehr zutreffender Titel, kann ich bestätigen. Okay. Soweit, so gut. Hat mir jetzt beides nicht wirklich weitergebracht, aber... Ganz vorsichtig. Oh nein, der Gegner ist... Okay, er ist weit genug weg. Explosion. 1, 2. Und ich habe eine Heilung. Puh. Ich bin nicht gestorben. Das ist das Einzige, was für mich aktuell zählt. ich glaube, ich will nach links. Hallo. Ich hätte gerne mehr Heilung. Nein, dann wiederum, ich sollte die Seen aufbewahren an dem Punkt. Wir sollten nämlich ja relativ nah an der Bank sein. Was war da unten gerade? Ich fürchte, ich habe aktuell nicht die Ressourcen, um es wirklich zu versuchen. Und ich glaube, wisst ihr was? Wisst ihr, was das hier ist? Wie kann ich eine Markierung auf der Karte machen? Vielleicht an der Bank. Wo ist eine Bank überhaupt? Okay, wenn ich hier nach oben gehe. Lass mich kurz die Bank mit dem anschauen. Schauen wir auch, was die neuen beiden Anstecker bringen, die ich gefunden habe. Dann werden wir mal den Weg weiter nach unten bahnen. Nein, nicht die Seen einsetzen. Denn ich habe das Gefühl, wir müssen als nächstes nach unten. Und bitte, ich habe das Gefühl, meine ich, ich bin mir da relativ sicher. Da gibt es noch irgendwas, was ich nicht ganz mitgenommen habe. So. Lässt beim Erleiden von Schaden dornige Ranken sprießen, den Gegner in ihr Schaden zufügen. Interessant. Der Panzer ist nicht unzerstörbar und zerbricht bei zu viel Schaden. Beschützt den Träger beim Fokussieren von Seele mit einem harten... Was mit einem harten Panzer? Das ist ziemlich gut im Kampf, aber für die generelle Navigation ist eigentlich das, was ich aktuell habe, wesentlich besser. Aber wenn wir vor einem Kampf stehen, könnte das ziemlich hilfreich sein, wenn ein Panzer um mich herum gemacht wird, während ich mich heile. Das ist genau das, was ich bei dem Bosskampf gebraucht hätte. Oh, ich könnte versuchen, hier nach links zu gehen. Versuchen wir das. Ich erinnere mich noch daran, dass da irgendwie so ein riesiger Käfer war und dann kam ich nicht wirklich weiter nach links rüber. Ach, vielleicht ist dieses Mal ja alles anders mit meinem Dash. Okay, riesiger Käfer. Kann ich dich zur Seite locken oder so? Ich kann ihn besiegen. Ich meine, nicht zu 100% meine Absicht, aber... Wenn wir schon mal hier sind, werde ich nicht Nein sagen. Warte, warum würde ich nicht Nein sagen? Das Geld kann ich nicht mehr mitnehmen. Das ist Stacheln da unten. Also ziemlich dämlich. Vielleicht will ich ja wieder zurück ins erste Gebiet. Nein, warte, da rechts geht's weiter noch. Und seht ihr das? Da rechts? Der ganz unten rechts? Da will ich hin. Ich bin mir nämlich so sicher, dass ich irgendwo nach unten muss. Ich weiß förmlich noch, wie das Gebiet aussieht, in welches wir als nächstes müssen. Okay, ich glaube, ich bin da, wo ich hin wollte. Hey, was war das? Hast du mich fast getroffen damit? Schon wieder! Könnt ihr aufhören, mich fast zu treffen mit eurem dummen Angriff? Könnt ihr überhaupt mit diesem dummen Angriff treffen? Er ist so random. So, was war hier unten? War ich hier unten schon? Hör auf. Hey Jungs. Bisschen rumhängen. Ihr habt Spaß soweit? Ja? Cool. Wir sehen uns. Bin nicht sicher, ob ich die Teile besiegen kann. Oh. Ich kann sie besiegen. Au. Au.
Können wir bitte nicht? Okay, ich hab's geschafft irgendwie. Ich würde sagen, es war nicht meine beste Leistung. Ich denke, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. Was ist das? Das ist ein riesiger Raum. Oh Gott, diese dummen Gegner an der Decke, ich hasse sie. Lass mich bitte in Ruhe. Nein! Ja. Dann füllen wir meine Seelen auf, zur Hälfte. Warum bin ich überhaupt hier rübergegangen? Was soll ich jetzt mit der Hälfte meiner Seelen? Der Bereich hier unten ist auch noch nicht auf der Karte markiert. Ich wollte gerade sagen, was ist die Falle hier an Gegnern? Aber dann habe ich sie schon am Boden gesehen und dachte mir, ja, diesmal wird es nicht gefährlich. Und das wurde es auch nicht. Wir haben so viel Geld inzwischen. Zumindest für meine Verhältnisse. In Hollow Knight ist das eine Menge Geld. Tut mir leid, Leute, die das Spiel durchgespielt haben, die sich jetzt sagen, oh, du denkst, das ist viel Geld. Warte nur, bis du das Spiel mal weitergespielt hast. Ist mir bewusst, das ist nicht der Punkt. Au. Nein, nein! Das war nicht gut. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Hier nach links. Nein, ich gehe zurück. Ich weigere mich jetzt einfach so deswegen zu sterben. Vor allem können wir den Gegner einfach ignorieren, weil ich rüber dashen kann. Hätte ich auch schon viel früher rübergehen können. Ich glaube, hier in der Gegend bin ich sonst... Ja, ich bin hier immer entlang gegangen, statt den tatsächlich richtigen Weg und habe mich dann... Nein! War immer sehr verwirrt, wo ich als nächstes hin muss. Ja, und das ist meine Geschichte, wie ich Hollow Knight zweimal nicht mehr weiterkam. Vor allem habe ich den richtigen Weg einfach schlicht und ergreifend nicht gefunden. Und daher auch die Erinnerung mit dem Käfer, dass ich mit dem weiter muss. Man muss das hier machen. Daher kommt die Erinnerung. Es ergibt alles Sinn. Schatztruhe! Oh, diesmal nur Bargeld. Ich meine, es sind 380. 84. Das ist eine Menge Bargeld, ehrlich gesagt. Ich habe dich gesehen, kleiner Raupenfreund da drüben. Ganz vorsichtig. Freut mich, wie die Stelle läuft, wenn man nicht weiß, dass das eine Sache ist, die man machen kann. Ich habe das Gefühl, spätestens hier ist ein guter Zeitpunkt, das zu lernen. Wir sehen uns, mein Freund. Wir sollen mal wieder bei denen vorbeischauen demnächst. Dann wiederum, ich habe auch nur einen weiteren. Oh, ich glaube, ich kann hier noch nicht weiter. Nein, das reicht nicht ganz. Ich schätze, es ist an der Zeit zu gehen. Okay, wenn ich jetzt noch einen Fehler mache, wird die ganze Situation hier äußerst unbehaglich. Ach Gott. Okay. Puh. Hier kann ich oben entlang. Oh, hier war die Schatztruhe, die habe ich aber schon. Äußerst unbehagliche Situation vermeiden. Oh, ich sehe gerade, der Käfer schwimmt gar nicht. Sondern er hat nur lange Beine, mit denen er, Nein! Und entlang laufen kann. Oh, ich bin wieder hier. Oh mein Gott. Wisst ihr, warum ich da unten gestorben bin? Weil ich nicht rüber gedasht bin. Hätte ich den Dash eingesetzt, dann wäre das nicht passiert. Aber ich dachte mir, oh nein, jetzt kann ich auch einfach so entlang springen für den Rest der Zeit. Und das war der Fehler. Das war der große Fehler. So, wir waren hier oben. Ja, dann wiederum fällt mir gerade auf, ich glaube, man kann ohne den Dash nicht mal hier rüber springen. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall den Weg bis zum Bosskampf nur einmal gefunden, okay? Nein. Jo, will ich nicht entlang. Nein. Kann ich bitte jetzt nicht... Warum scheitere ich hieran überhaupt die ganze Zeit? Das Problem ist, dass ich immer zu spät zuschlage. Man hat super viel Platz hier. Aber ich mache immer viel zu spät. Wo ist mein Schatten? Böser Schatten! Böse! Ich muss ihm nur zeigen, wo sein Platz ist in dieser Welt. Am Boden. Ich muss einfach schon früher zuschlagen. Dann wird die ganze Situation auch gar nicht so kritisch.
Vielleicht könnte man Schlangen einfach spammen. Nein, 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 das ist keine gute Idee. Okay. Okay! Soweit so gut. Soweit so gut. Puh. Du lässt mich in Ruhe. Wir müssen wieder weiter zurück. Das ist nicht gut, weil hier überall Pflanzen sind, die auf mich schießen. Au, bitte nicht. Okay, noch lebe ich. Genau, und den Raum zur Rechten, da kann ich dann auf jeden Fall dann irgendwie... Oh nein, 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 was... Ich weiß noch nicht, warum ich der Meinung war, dass ich jetzt gegen den Gegner kämpfen sollte. Wo ist hier überhaupt so eine Raupe? Ich höre sie hier die ganze Zeit, aber ich kann sie nicht sehen. Hast du sie gehört? Okay. Los geht's. Oh Gott! Okay, wir haben ihn. Fehlt nur noch er. Großer Gott! Er ist so schnell. Wie kann er so groß und so wendig sein? Nein! Ach Gott, nein, nein, egal. Egal, lass mich erstmal aufheilen. Dann versuchen wir es nochmal. Er gibt auf jeden Fall eine Menge Seelen mit jedem Schlag, das ist gut. Und er teilt auch eine Menge aus mit jedem Schlag, das ist nicht so gut. Oh Gott, ich wünschte, er will nicht immer auf mich draufspringen, aber... Ich glaube, ich verstehe es langsam, wie der Kampf läuft. Wenn er springt, muss ich mich zur Seite bewegen, damit ich nicht getroffen werde. Ich kann ihm noch einen Schlag mitgeben. Seht ihr? Davon rede ich. Ich hab dich, mein Freund! Und an der Seite verbuddelt er sich natürlich immer. Oh, oh mein Gott! Es waren drei von den Kleinen. Das war ein Kampf. Das war ein Kampf. Mein Gott, da wir haben ihn geschafft. Da würde ich sagen, wir können uns hier noch weiter umschauen. Ich würde gerne wenigstens noch eine andere Bank finden. Das wäre, denke ich, wirklich angenehm. Und, oh, das ist ein Dorf hier in der Gegend? Nein! Ich hasse diese Säure so sehr. Ich will aber noch weiter nach oben schauen. Die Sache ist nämlich, dass hier nach rechts noch zwei Türen sind, die man entlang gehen kann. Beziehungsweise Wege. Und die würde ich mir auch gerne anschauen. Interessant. Und was ist der Weg darüber? Au. Das war kein guter Zeitpunkt, auf die Karte zu schauen. Keine Ahnung. Aber der Weg darüber ist noch weiter oben. Nein. Warum versuche ich hier überhaupt hochzulaufen? Das ist so ein Fehler. Und es ist ein dummer Fehler. So, was haben wir hier? Eine Bank! Ich meine, er gibt Sinn. Ach, aber dennoch, bisschen enttäuschend. Oh, warte, warte. Was ist auf der Karte markiert? Steinernes Heiligtum. Schauen wir mal zum steinernen Heiligtum und sehen, was uns dort erwarten wird. Oh, ich hätte mir all dieses Backtracking... Ich hätte so viel Zeit sparen können, wenn ich einfach... Na Gott. Dumme Bank. Der Bank kann man einfach nicht vertrauen. Oh oh. Oh oh. Ich habe irgendein Symbol gerade bekommen. Und ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber ich glaube, ich hätte die Statue nicht einfach zerschlagen sollen. Ich hätte sie so oder so zerschlagen. Ha! Heute nicht! Dieses Mal nicht! Diesmal kein Symbol. Eintreten. Oh ja, es war hier nur super dunkel. Und dementsprechend würde ich fast behaupten... Ich behaupte einfach mal, braucht hier ein anderes Upgrade, das ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht habe. Also, hauen wir wieder ab.
Und dann können wir versuchen, den Weg nach unten zu gehen. Nachdem ich hier oben jetzt dann alle Wege gegangen bin. Und wir haben sogar einen optionalen Boss gesehen, den ich... Ich habe keine Ahnung, ob ich den jemals davor besiegt habe. Ich glaube, den habe ich zum ersten Mal gesehen. Also den Baummann. Husch. Diese Stelle ist so viel angenehmer mit dem Dash. Und ja, genau hier unten. Das ist das nächste Gebiet, was ich meinte. Von dem ich sogar weiß, wie es förmlich vor mir sehe, wie es aussah. Und dieses Gebiet ist problematisch. Denn die Gegner machen genau das, wenn man sie besiegt. Au. Ich weiß nicht ganz, wie ich hiermit am besten umgehen soll, ehrlich gesagt. Aber ich war hinter der Wand. Wie konnte er mich trotzdem erwischen? Das ist nicht gut. Oh, haben wir hier einen Bus? Haben wir einen Bus? Okay, ich muss irgendwas anders machen. Ich weiß noch nicht was. Versuchen wir erstmal nicht zu sterben. Okay, seht ihr? Dem konnte ich ausweichen dieses Mal. Nein! So viel zum Thema, versuchen wir nicht zu sterben. Oh, diese dumme Schlucht. Diese dumme Schlucht! Wie weiche ich den Qualen am besten aus? Ich habe doch keine Ahnung. Warum haben sie so einen gewaltigen Explosionsradius? Muss ich den ganzen Weg wieder heruntergehen. Ich kann mir immer an die Stelle sparen, weil ich rüberdashen kann, aber es macht es nur ein bisschen angenehmer. So. Oh mein Gott. Wie soll man diesen dummen Quallen ausweichen? Ich glaube, man soll ihn gar nicht ausweichen. Ich denke, ich werde einfach versuchen, sie zu ignorieren, ehrlich gesagt. Beziehungsweise nicht zu bekämpfen. Ich meine, sie bewegen sich auch nicht grundlos ungefähr so, dass man ihnen ausweichen kann. Das muss doch einen Grund haben. Warte, wo ist meine Leiche? Oh Gott. Das war im Raum da drüben, oder? Yeah, 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 yeah. Gibt es keinen Grund, darüber zu gehen? Aus vielleicht, um die Qualle zu killen. Vielleicht ein paar Seelenpunkte zu bekommen, aber... Ansonsten nicht wirklich einen Grund. Okay. Ich höre die Musik. Mein Schatten ist irgendwo hier. Das war nicht ganz meine Absicht, aber ich bin dennoch froh, dass es sich so ergeben hat. Dass die Qualle im Endeffekt den Schatten noch gekillt hat. Oh Gott, die sind einfach so stark. Ich habe keine Lust auf dieses Gebiet. Was ist das hier auf der Karte? Wisst ihr was? Ich werde erstmal hier rüber gehen. Ich glaube, es müsste der Bahnhof sein. Oh, ist die Station der Königin. Oh, hier sind wir. Oh. Kann ich von hier aus abhauen? Keine Karte für das Gebiet. Pilzöde. Oh Gott, okay, okay, okay. Hier, wir kommen später wieder. Lass mich erstmal hier entlang gehen. Oh, das Spiel öffnet sich langsam. Wo ist der Typ hin? Hey, da war doch jemand. Ist er jetzt gegangen, weil ich nicht mit ihm geredet habe? Hallo? Oh, hallo, Giraffe. Oh, du bist auf der Suche nach einem Leckerbissen. Ich bin auf einen einzigartigen kleinen Pilz gestoßen, der direkt über uns wächst. Ich habe ihn nur mit dieser Station gefunden und der schmeckt himmlisch. Dieser Ort muss einst ein großer Knotenpunkt gewesen sein an der Grenze zweier Länder, der Nebel auf der einen Seite und die Wucherung auf der anderen. Keiner beiden Orte scheint sehr einladend, also bleibe ich hier, solange mir meine Leckerbissen reichen. Hm, okay. Vielleicht können wir den Leckerbissen irgendwo sehen. Was ist hier unten? Hm. Sieht auch nicht so einladend aus, ehrlich gesagt. Ah, 120? Yeah. Das ist ein Obolus, den ich bereit bin zu bezahlen. Ding dong. Ich will aber nicht wirklich abhauen.
Ah, ich will noch nach oben schauen. Den einen Raum zur Linken. Da war nämlich, ich glaube, es waren Geo, die quasi aufgemalt waren. Und ich habe vermutet, dass vielleicht ein Shop in der Nähe sein könnte. Oh, hallo. Oh. Eines Tages. Eines Tages werden wir da rankommen. Wo ist denn der Typ hin? Ah, das stört mich am meisten gerade. Also, wir gehen nach links. Zu unserer Linken. Seht ihr das da oben? Das ist doch Geo, oder? Das ist doch Geo. Hallo? Oh, Bakura, hallo, Liebes. Es ist Millie Belle, die Bankerin. Ich wollte eigentlich gerade zumachen und gehen, doch dann bist du aufgetaucht. Wenn du Interesse hast, biete ich dir gerne meinen Dienst als Bankerin an. Dein Geo zu verlieren ist schrecklich und das passiert viel häufiger, wenn du es immer mit dir herumträgst. Mein Tresor ist da deutlich sicherer, weil in meiner gesamten Karriere als Bankerin habe ich nicht ein Geo verloren. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Konto zu eröffnen? Ja, öffnen wir ein Konto. Gute Entscheidung. Wenn du das nächste Mal eine grausige Bestie zu Opfer fällst, wirst du dankbar sein, dass dein Geo sicher ist in meinem Tresor. Nun, lass uns Bankgeschäfte machen. Ich möchte alles einzahlen, was ich habe. Ehrlich gesagt. Und dann hauen wir ab. Auf Wiedersehen, pass auf dich auf. Dankeschön. Das ist ziemlich gut zu wissen, dass es hier eine Bankerin gibt, die uns etwas weiterhilft. So, wo war eigentlich die... Ich habe ja keine Karte. Wo war hier die Bank? Oh, da unten beim Bahnhof war eine. Lass mich da mal eben nochmal runtergehen. Und dann würde ich sagen, wir werden beim nächsten Mal das Quallengebiet weiter erkunden. Auch wenn es... wenn sich mein ganzer Körper dagegen versucht zu wehren und ich wirklich keine Lust habe, aber ich fürchte, es wird kein Weg daran vorbei. Wird unangenehm. Und ja, bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Oh, das ist ja da drüben, der so schnappt. Ich wollte gerade sagen, Hollow Knight, was bist du denn so erschöpft? Du hast doch volle Leben, aber er gibt wahrscheinlich Sinn, dass der alte Käfer nicht mehr der jüngste ist. Generell wahrscheinlich auch zu seiner fittesten Zeit viele Geräusche von sich gegeben hat.